Hallo bei Nerd für Medizin. Neben mir sitzt der Markus. Markus, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist Markus Hollin. Er kommt aus Münster und ist da leitender Oberarzt für Neurochirurgie. Krasses Fach, ja. Wir machen so basale Notfallmedizin und er schneidet an Köpfen rum. Verrückte Sache. Aber Markus ist auch begeisterter Notfallmediziner und deswegen ist es richtig cool, dass du heute da bist und dass wir von dir ein paar Sachen über Schädel-Hirntrauma, glaube ich, hören können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt als Notarzt auf der Straße bin, dann hat der Patient ein signifikantes Trauma und der hat eine dicke Pupille, also eine große Pupille. Und dann frage ich mich, was kann ich jetzt für ihn tun? Ich bin kein Neurochirurg, ich bin nur einfach ein Notarzt. Was ist auf der Straße für den Patienten eigentlich so die beste Therapie, damit er die besten Chancen hat, bis er zu dir kommt? Also das Unangenehme an der gesamten Situation ist eigentlich, dass es dafür sehr, sehr wenig evidenzbasierte Medizin gibt. Also es ist überhaupt nicht, es gibt kein Lehrbuch, in dem jetzt exakt drin steht, was du dann genau machen sollst. Im Wesentlichen oder aus meiner Sicht so eine ganz entscheidende Sache ist, dass man erstmal überhaupt daran denkt, dass es was mit dem Kopf zu tun haben könnte. Dass die weite Pupille nicht angeboren ist, sondern dass das schon ein Ausdruck von erhöhtem intrakraniellen Druck dann potenziell auch ist. Und dann muss man halt überlegen, genau wie du gefragt hast, also welche Konsequenz ziehe ich jetzt da draus? Mhm. Und auch da muss man leider sagen, ist man auf der Straße, anders als bei Grey's Anatomy, ja, wo man dann sofort in so einer dicken Tasche den Bohrer hat, ja, ist man dann etwas in einer schwierigen Lage, weil man natürlich also jetzt nicht den Kopf aufmachen kann und man natürlich auch überlegen muss, welche Konsequenz hat mein Handeln dann potenziell. Aber wenn man daran gedacht hat und das auch so schon mal dokumentiert hat, wäre die nächste Variante, dass man relativ zügig weiteren Schaden vom Patienten dann abhält. Und eine Situation, die ich relativ häufig erlebt habe, ist dann die Einstellung, naja, also ich habe jetzt A, B, C, alle Problematiken so ein bisschen abgearbeitet und sehe dann, naja, also der hat jetzt ein GCS zufällig auch von 8 oder 9 vielleicht. Aber der Neurologe oder der Neurochirurg, der den gleich sieht, der möchte den Patienten ja mit Sicherheit dann auch noch neurologisch untersuchen. Ja. Das ist eine sehr ehrenwerte Sache und wir machen es auch sehr gerne als Neurochirurgen und Neurologen, aber es ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil eigentlich macht es dann mehr Sinn, dass man den Patienten dann vor weiterem Schaden bewahrt und ihn dann auch noch intubiert. Also ein klares Plädoyer dafür und das ist auch in den Leitlinien, da sind sich eigentlich auch alle ganz recht einig, also kleiner gleich 8 GCS sollte dann auch zur Intubation führen. Okay, das ist ja schon mal ein ganz wichtiges Statement, weil tatsächlich ist mir das gar nicht so fremd. Naja, der Neurologe, der Neurochirurg, der will doch nochmal wissen, wie ist denn da die initiale Neurologie gewesen. Und ich bin jetzt nicht der größte Reflexeklopfer. Das heißt, wenn ich dir einen neurologischen Status von mir gebe, mögen da Lücken drin sein. Okay, coole Sache. Und jetzt fahre ich da weiter in die Klinik. Dann gibt es ja eigentlich nicht so viele Medikamente, die ich da bei mir an Bord habe. Jetzt habe ich den Patienten intubiert, beatmet. Was wären noch so andere Faktoren? Also zuerst mal wäre ganz interessant, wo soll ich den Patienten hinfahren mit einem signifikanten Schädel-Hirntrauma? Ja, also man muss da wahrscheinlich nochmal unterscheiden zwischen zum einen Schädel-Hirntrauma und zum anderen jeder anderen Form der Ursächlichkeit für irgendein neurologisches Defizit, also letztlich auch für eine weite Pupille. Und da kann man ja zum einen jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, also Schädel-Hirntrauma, der typische Motorradfahrer, Autofahrer, also quasi der Patient von der Straße. Oder aber auch dann letztlich die Patienten, die irgendwo mit einem neuen neurologischen Defizit, mit einer Hemiparese oder mit einer beschriebenen Hemiparese, die dann eingetrübt sind. Und dann muss man sagen, gerade beim letzten Patientenklientel, auch wenn wir häufig angerufen werden und gesagt wird, naja, also der hat Makomar genommen und der ist jetzt schlecht und der hat auch eine weite Pupille. Die haben leider, was heißt leider, aber die haben nur in 20% der Fälle haben die wirklich eine Blutung. Ja? Also die Mehrzahl, also die absolute Mehrzahl, 80% der Ursachen für neues neurologisches Defizit sind ischämischer Natur. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann einen Schlaganfall hat, ist deutlich höher. Deswegen sollte man im besten Falle auch daran denken, also gerade bei diesen nicht-traumatischen Neurologien, dass man dann auf jeden Fall Neurologie-Stroke-Unit mit in der Zielklinik dann irgendwie dabei hat. Natürlich bei der erstgenannten Kategorie, also bei allen traumatischen Unfällen, da muss man sagen, das ist ein typischer Schockraumpatient und wenn der ein Schädel-Hirntrauma hat, dann sollte es auch eigentlich eine Klinik sein, sofern jetzt nicht andere Erkrankungen oder andere Verletzungen jetzt dafür sprechen, dass man den irgendwo anders noch jetzt aktiv stabilisieren muss, weil er den Transport sonst gar nicht übersteht. Aber sonst sollte eigentlich ja schon ein Versorger dabei sein, der Neurochirurgie, Intensivmedizin, Unfallchirurgie dann auch mit im Portfolio hat. Ja. Und
Da fällt mir eine lustige Anekdote aus der Praxis ein. Man sollte auch immer fragen, war die Pupille vielleicht schon vorher so oder die Neurologie? Da gibt es in Nürnberg, um das ganz kurz zu erzählen, nämlich einen Patienten, der hat eine bekannte Epilepsie und Zustand nach Katarakt-OP, also eine weite Pupille auf der einen Seite, und hatte immer wieder ein Epi und hat halt eine Pupillendifferenz, und der wird regelmäßig deswegen intubiert in den Schockraum eingeliefert. Es lohnt sich also manchmal, den Patienten auch zu fragen, wie sah das vorher aus? Also wenn die Patienten noch antworten können, ist das wirklich sehr lohnenswert, weil auch wir haben es schon ein paar Mal erlebt in Münster, dass dann Patienten also mit Hubschraubern herangeflogen werden, und dann wird halt einfach nur gesagt, der hat eine weite Pupille. Und also alle Patienten, die eine weite Pupille haben, haben nicht zwingend auch irgendwie eine intrazerebrale Ursache dafür. Ja? Also es kann einfach nur schon die Augen-OP gewesen sein oder ähnliches, oder auch es kann auch angeboren sein. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Gründe dafür, dass man einfach, wenn ich mal in deine Augen gucken darf, nee, du hast es nicht, aber es gibt ganz viele Menschen, die einfach ganz spontane Anisokorie haben. Ja, und solange ich mich mit denen unterhalten kann, muss man sagen, so what, ja, dann macht das nichts, da muss ich jetzt nicht Notarzt rufen oder sonst irgendwas machen. Aber für den Fall, dass man also jetzt, was weiß ich, einen Patienten mit dem Zustand nach einem Unfall hat oder aber auch fraglichen Infarkt oder Blutung, dann macht es natürlich Sinn, dass man dann bei einer weiten Pupille auch daran denkt. Es schadet nicht, wenn man in die Augen schaut, zu gucken, ob da vielleicht irgendwie so OP-Stigmata zu sehen sind. Aber auch selbst dann muss man sagen, naja, der Verdacht steht im Raum und da muss man dem nachgehen. Okay. Dann habe ich mal eine ganze Menge zum Schädel-Hirntrauma in der Präklinik gelernt. Jetzt für mich nochmal eine Frage, eine Etage tiefer, die HWS-Immobilisation. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Nerds da draußen ganz, ganz viele verrückte Studien und sowas lesen, und es gibt Millionen Meinungen, Headblock, Stiffneck, überhaupt immobilisieren und sowas. Und jetzt drängt sich mir die Frage auf, wie siehst du das eigentlich? Also wie kannst du das kurz zusammenfassen, dass wir das auch den Kollegen in der Praxis quasi mit an die Hand geben können? Also ich fange bei der Antwort wieder mit dem gleichen Satz an wie bei der ersten Frage. Es gibt für ganz wenige Sachen nur Evidenz. Ja. Also es gibt für eigentlich fast kaum was richtig Evidenz, dass man das so machen sollte. Ja. Und dann muss man dazu sagen, wenn jetzt ich den hochgradigen Verdacht habe aufgrund des Traumamechanismus, dass der Patient in irgendeiner Form eine HWS-Pathologie in sich birgt oder aber auch das klinische Zeichen dafür habe, zum Beispiel durch Querschnitt, durch sensomotorische Ausfälle, wie man das jetzt macht, also ob man jetzt die beiden Hände selber an den Kopf legt oder ob man jetzt einen Stiffneck nimmt oder aber ob man jetzt einen Headblock nimmt, ja, das sei jetzt mal dahingestellt. Da gibt es ja auch sicherlich je nach Kreis, in dem man fährt oder wie man das macht, gibt es unterschiedliche Konzepte. Ich bin mit dem Stiffneck als solches bin ich aufgewachsen, also ich würde es auch nehmen, und wenn man den jetzt nicht so stark schnürt, dass der Kopf blau wird, dann erfüllt er, glaube ich, auch seinen Zweck, ja? Weil es ist relativ schwierig, Patienten, die potenziell dann wach sind, desorientiert sind und potenziell instabile Fraktur haben, was man ja nicht weiß, aber was man ja erstmal unterstellen müsste, denen zu sagen, nee, halten Sie mal bitte den Kopf ruhig, und man fährt dann wieder über so Bodenwellen. Ja, und das ist also für alle Beteiligten recht unglücklich. Ja, und das lässt sich auch hinterher schlecht nachvollziehen, warum man, wenn der schon aus dem Apfelbaum gefallen ist, warum man jetzt dann nicht dann auch dagegen was macht. Ja. Okay, ja, perfekt. Das ist eine ganz, ganz coole Aussage eigentlich, weil sie tatsächlich ja praxisrelevant ist und weil sie, glaube ich, auch viele Fragezeichen da löst. Und als allerletzte Frage der Blutdruck. Jetzt haben wir über Schädel-Hirntrauma geredet, und ich kann zwar in der Präklinik nicht viel machen, aber den Blutdruck, den kann ich steigern und senken, wenn ich will. Sollte ich das machen? Das ist eine sehr gute Frage, die man auch wiederum nicht glasklar beantworten kann, leider, weil das hängt natürlich maßgeblich davon ab, welche Pathologie dahinter steckt. Wenn jetzt der Patient, wenn man jetzt mal so ein Szenario entwirft, wenn der aufgrund eines immer größer werdenden Beckens mit zwei Thoraxdrainagen, die blutig fördern, ja, mit irgendwie Verdacht auf Perikarderguss, was auch immer, also wenn der richtig traumatisch peripher erkrankt ist und da den Blutdruck dann als Zielmaßstab zu nehmen, was im Kopf passiert, weil der gleichzeitig auch noch weite Pupillen hat, halte ich für, also ist sicherlich schwierig. Ja? Mhm. Und ich glaube, wird man dem Patienten potenziell eher schaden als nutzen. Natürlich, als Neurochirurg sage ich, man sollte immer dafür sorgen, dass genügend Blut im Gehirn ankommt. Nichtsdestotrotz sollte man das nicht auch in diesen Situationen, wo Patienten also schon massiv auch an anderen Stellen gerade
beeinträchtigt sind, das dann erzwingen. Ja. Mhm. Von den Leitlinien her kann man sicherlich sagen, dass wir uns einen mittleren arteriellen Druck so über 60 irgendwie wünschen würden, sofern man den A dokumentieren kann, also überhaupt messen kann adäquat, und sofern man den dann auch einstellen kann. Ja. Also das bei dem Traumapatienten ist es sicherlich nicht immer möglich, und ich würde es auch nicht zugunsten des Kopfes dann erzwingen wollen, ja, weil man sich da wahrscheinlich auch mehrere Nebeneffekte dann einkauft, also auch Nebenwirkungen dann einkauft. Bei Patienten, die jetzt zum Beispiel eine Hirnblutung haben, ein Aneurysma haben. Das sind wiederum so Unterkategorien, die man dann auch wieder also unterschiedlich therapieren müsste. Und da ist das die Schwierigkeit, dass wir das ja in der Präklinik überhaupt nicht wissen. Also wir wissen ja nicht, was ist jetzt gerade da im Kopf passiert. Also es gibt die beiden Situationen, dass ich vermute, der hat Hirndruck und da ist irgendwas. Ich weiß aber nicht was, und ich weiß dann auch ehrlicherweise nicht so richtig, was ich machen soll. Die zweite Variante ist, da können wir nochmal später drüber reden, was in der Klinik ist, wenn ich dann also weiß, was der Patient hat, und wenn ich weiß, dass der Hirndruck ist, wie kann ich dann Zeiten, Transporte, Ähnliches dann überbrücken. Aber für den ersten Teil in der Präklinik ist das sicherlich sehr schwer. Eigentlich, solange man nicht weiß, was los ist, macht sicherlich Sinn, diese hypertensiven Notfälle, wie es glaube ich so von der Nomenklatur her heißt, also bei jenseits von 220, 240, dass man die knapp so auf 180 schon irgendwie versucht zu begrenzen. Gerade bei Infarkten allerdings hat es sich gezeigt, dass es da eigentlich nicht so sinnvoll ist, dass man richtig elementar in den Blutdruck eingreift. Ja, also da würde ich auch einen hypertonen Zustand würde ich da durchaus tolerieren. Ja. Also deswegen, Hirninfarkt, ne? Genau, Hirninfarkt. Also für die Straße eigentlich Blutdruck tolerieren, wenn er zu hoch ist. Vielleicht ein bisschen reduzieren, so um die auf maximal 180, aber auch nicht mehr. In der Klinik dann hinterher ein bisschen was anderes. Okay, Markus, vielen, vielen Dank. Nochmal vielen Dank, dass du überhaupt dabei bist. Hier im wunderschönen Leipzig übrigens, coole Kulisse. Wir sind hier im Turmzimmer auf dem Digina-Kongress. Das war's mit Teil 1, und ich glaube, ich werde dich noch ein paar Sachen zur innerklinischen Versorgung fragen, und alle, die das auch sehen wollen, die sollten auf jeden Fall dranbleiben, weil da kommt noch was.